Hey ho, und da bin ich auch schon wieder und ihr ja auch. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Und wir haben jetzt endlich die Nahrungsmittelknappheit besiegt. Und jetzt wollte ich nochmal gucken. Genau, noch eine Runde und dann haben wir auch das Problem gelöst. Ja. Wir sind jetzt hier gerade da vorne unterwegs. Ich erwarte eure Befehle. Oh. Stopp, stopp, In stopp. Bewegung. Da dürfen wir nicht weiter. Da kommt gerade eine große Macht auf mich zu. Oh nee, da geht jetzt auch nicht. Jetzt sind wir ja schon wieder im Minus. Und da halt minus 80. Ja, warum auch nicht, ne? Ihr hungert nach einer an die Arbeit, Männer. So. Sind die jetzt endlich mal bereit? Achso, das passiert das alles nächste Runde. Ich erwarte eure Befehle. Die gepanzerten Legionäre hau ich mir hier wieder rein. So, und die Runde beenden. So. So, der muss arbeiten. So, jetzt haben wir das Problem. Ich werde, glaube mal zurück weichen. Mal schauen, ob sie hinterherkommen. Ja. So. Da haben wir jetzt aber mächtig Leute verloren, aber dafür haben wir auch mehr Leute von dem eben getötet. Ich sollte jetzt mal schnellstens in die Stadt, weil da ist Winter und deswegen bin ich mal wieder volle Kanne im Verschleiß drin. Ja. Aber die Feinde stehen ja auch mitten im Verschleiß drinne. In den Alpen. Sonst habe ich ein bisschen dann Pech für die. Und dann werde ich nachher mal Richtung Bibracte marschieren und das einnehmen. So. Da kommen sie auch schon wieder, du. Eieiei, das ist ja schlimm, ey, dass die ganzen Rebellen ständig hier ankommen. Ich würde sagen, die haben hier bei mir keine Chance. Und sofort alle umbringen. Rebellion. In Kidamus. Wo ist das denn jetzt? Ach, das war hier. Oh.
Sind wir mit diesen Messaliern im Krieg, oder? Ah, sind wir. Scheiße. Die Flotte meldet sich. Dann greifen wir die hier mal an. Ja, und da scheidet sie von uns, die gegnerische Flotte. Gut so. Und die verjagen wir da auch mal noch weg von unserer Provinz. Das geht so ja nicht. Und tschüss. Auch die vernichten wir alle. Huch, falsche Tasten schon wieder. Und ich würde mich da jetzt mal in die Stadt reinsetzen. So, können wir da jetzt mal vorne rekrutieren? Was ist mit denen hier los? Die rekrutieren gerade auch, okay. Ich nehme wieder hier die gepanzerten Legionäre mit. Das sind so die guten, günstigen Einheiten, finde ich so. Zu euren Diensten. Vernichtet sie! Ja, die vernichten wir jetzt auch. Habt ihr noch weitere Befehle? Rang wurde erhöht. Halt, stopp. Zurück. Ihr müsst euch auffüllen und mal was Warmes essen. Die sind ja die ganze Zeit draußen unterwegs. So. Rüstung, Verleihheiten, Eingaben, Hingabe, Autorität. Und der kriegt noch so, genau, das passt. Wir hungern nach einer Schlacht. Jetzt kommen hier so langsam auch schon die Gegner hin. So. Ja, dann kann ich jetzt eigentlich auch nichts mehr machen und muss auch die Runde beenden. Puh, hier gibt es auch nichts zu bauen, das heißt, na, wir beenden einfach jetzt die Runde. Ja Mann, 35% sogar schon. Das ist ja der Wahnsinn. Und da sieht's, ja, geil. Und das erforsche ich auch gleich weiter, wegen der Nahrungsmittelknappheit, die uns dann auch irgendwann wieder bevorstehen wird. Dann können wir da direkt gegensteuern. Ja, da warten wir mal wieder. Das ist immer so spannend, ey. Aber was soll ich jetzt da groß anderes machen, ey? Da kann ich ja
Ich könnte jetzt nur überlegen, was ich vorhabe. Und zwar, was habe ich denn jetzt vor? Also hier in Rom rekrutiere ich meine Einheiten jetzt noch fertig, dass ich wieder Truppen habe. Unten in Afrika stelle ich mich diesen einen da halt. Weiß jetzt nicht genau, wie die heißen. Ja, und im Norden stelle ich mich den Kelten und den ganzen anderen germanischen Stämmen. So, und da müssen wir uns jetzt auch mal wieder verteidigen hier. Gegen die Messilier. Oder Messalier. Messilier. Messilier. Weiß jetzt nicht, wie man das ausspricht. Jedenfalls haben wir ja gute Chancen, gegen die zu gewinnen. Allerdings haben die hier Kavallerie und da bin ich mir jetzt nicht sicher. So, wo ist hier? Hier, so. Jupiter gibt uns Kraft. Benitez! Ne, ich will hier zwar so. Ja, die packe ich einfach so alle aufeinander. So, und die packe ich dahin. So, mehr kann ich jetzt auch gar nicht machen. Die Götter stellen uns also eine weitere Prüfung. Werden wir uns der Herausforderung als würdig erweisen? Wenn ich euch so ansehe, bin ich zuversichtlich. Wenn ich mir den Feind ansehe, bin ich mir sicher. Nun, zu den Waffen. Ich jubel! Ich habe auf dem Friedhof schon gesehen, die mehr drauf hatten als ihr. Coole Ansprache, muss ich schon sagen. Das ist cool. So, jetzt spulen wir aber auch mal vor hier. Kommt hier die numidische Speerkämpfer und numidische Adelsinfanterie. So, werfen die alle mal gerade. So, jetzt gibt es hier den Angriff. Warum hören die auf hier? Perfekt, die werden ein bisschen noch erwischt hier. Meine Legionäre. Ja, ich weiß nicht, wie lange die noch das aushalten. Praktisch gar nicht. Krass. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Nur hier meine Legionärkohorte kann hier noch bisschen was standhalten. Aber wir werden jetzt hier gerade eigentlich nur überrannt. Ist natürlich jetzt uncool. Na krass, aber wir haben fast kaum Verluste gemacht hier. Jetzt kommen wir natürlich in Bedrängnis. Allerdings strecken wir die gerade auch ganz schön nieder. Wie viel Mann haben die noch? 93. Oh. Komm, helf mal hier ein bisschen. Nein. Nein. Warum?
Nun gut, die Schlacht haben wir verloren. Eine knappe Niederlage war das, das finde ich auch. Und meine Legionäre haben wirklich fabelhaft standgehalten, muss ich echt sagen. Hätte ich nicht gedacht bei dem Ansturm, der am Anfang war. Dann sind da gerade mal 5 Leute gestorben von mir. Also, Respekt an die, echt. Haben sie cool gemacht. Wie auch immer, die Siedlung holen wir uns dann nachher wieder zurück. Okay. Ja, hier haben wir mächtige Truppen. Mit denen, die können wir dann da doch. Ja, vernichten wir sie einfach mal. Die haben wir verloren. Und hier haben wir jetzt eine Revolution. Das ist natürlich auch unnötig. Zu euren Diensten. Die machen wir auch direkt mal kaputt. Zack, direkt in die Eier rein. Beeilt euch, Männer! Kommandant? Da wird jetzt noch fleißig bei denen rekrutiert. Kommandant? Eine Legionärkohorte. Dann rekrutieren wir uns mal ein paar Evokati. Und hier unten. Haben wir auch nochmal Rebellen. Elendsviertel. Jetzt frage ich mal. Wodurch entstehen Elendsviertel? Na, müssen wir mal gucken. Zu euren Diensten. Mal gucken, ob ich denen was entgegensetzen kann. Ja, den können wir was entgegensetzen. Knapper Sieg. Der Ruf der Wellen erklingt noch. Allerdings konnten wir jetzt dadurch praktisch die gesamte Einheit kaputt machen. Ich erwarte eure die Schiffe vom Hafen. Und ab wieder auffüllen. Dann läuft das gut. So, jetzt haben wir sogar 1 Prozentpunkt wieder mehr. Allerdings können wir hier auch niemanden adoptieren oder umbringen oder ähnliches. Mal schauen, wie sich das noch entwickelt. Hoffentlich war hier noch zum Positiven. Okay, also Elendsviertel entstehen, wenn ich eine Stadt erweitere, aber nichts darauf baue. Das ist natürlich dann dumm. Muss ich mal gucken, was ich darauf dann bauen noch kann. So, Zeit ist langsam vorbei und die Runde erspare ich euch jetzt, indem ich mich jetzt schon verabschiede. Und dann vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal und dann legen wir direkt auch schon los, ohne die Runde hier eben.
Wow, wir sind schon 138 vor Christus, das ist ganz schön schnell. Wir sind jetzt schon über 100 Jahre hier beschäftigt und sind nicht wirklich weit gekommen. Ja, aber das wird noch. Also, bis dahin, viel Spaß noch und bis zum nächsten Mal.